herzlich willkommen beim Filmdialog. Das ist Reinhard Maschmeyer, ich bin Marius Meyer und Spontan-Diskussion. Genau. Kritiken. Eine Kritik ist eine Bewertung bzw. Betrachtung eines fertigen Gegenstands, Produktes, Kunstwerks. Mhm. Wenn wir an eine klassische Kritik denken, dann ist das vielleicht eine Buchrezension oder eine Theaterdiskussion oder eine Filmrezension. Und man mag es kaum glauben, aber auf diesem Kanal sprechen wir hin und wieder über Cinema, über Filme. Und einen Film rezensieren. Wie kann man das machen? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Form ist, sagen wir mal ein Beispiel, eine Bewertung auf IMDb. Ist quasi auch schon, ich gebe 7 von 10 Punkte. Eine Kritik musst du nicht begründen. Man muss einfach sagen, das ist meine quasi Kritik als Wertung. Einfach sagen, 7 von 10 nicht bewerten und jeder kann ungefähr vorstellen, wie man den Film fand eigentlich. Genau. Man könnte jetzt, oder auf Letterboxd. Letterboxd, genau. 0 von 5. Oder Tomatoes, also genau. Solche Seiten, wo man einfach nur bewerten kann. Und dann, ich würde aber sagen, für einen selbst gibt es ja sogar noch so simpler. Man kann sagen, ich fand den Film schlecht, ich fand den Film okay, ich fand den Film gut. Das ist erstmal die ganz persönliche Meinung. Man kann auch sagen, der Film hat mit mir nichts gemacht. Es ist nichts passiert. Weil eine Meinung bildet sich ja nach dem Betrachten eines Films eigentlich immer irgendwie raus. Natürlich. In irgendeiner Form hat man eine Reaktion auf den Film. Selbst wenn man sagt, boah, war der zum Vergessen. Oder boah, war der langweilig. Das ist ja auch schon eine Wertung. Und ich finde es immer interessant, wenn Leute von einer objektiven Kritik sprechen. Weil objektiv ist ja praktisch, das sind ja bei einem Film technische Parameter. Weil man sagt zum Beispiel, die Blu-ray war schlecht, die DVD war schlecht. Genau, das ist dann eher im Zusammenhang beispielsweise mit Unboxing, wo man halt quasi den technischen Aspekt darstellt und sagt, oh, sieht so und so aus. Und dann nicht inhaltlich über den Film spricht, was so völlig okay ist, da habe ich ja nichts gegen. Und dann... Ja, objektiv über den Film sprechen, finde ich, nein, das geht doch nicht. Du hast doch so viele Eindrücke, dass du nicht objektiv sagen kannst, der Film ist so und der Film ist so. Es gibt da diverse Filme, Cloud Atlas beispielsweise, wo bis heute keiner weiß, ob der gut oder schlecht ist. Aber zum Beispiel da kann man sagen, man kann ja objektiv tatsächlich darüber sprechen. Man könnte ja sagen, diese Kamera wurde eingesetzt, Tonangel wurde eingesetzt, dieses Set wurde gebaut, ob das am Ende gut oder schlecht ist. Man kann es ja einfach an technischen Parametern der Zeit festmachen. Ja, natürlich. Man könnte sagen, ja, der neue Christopher Nolan-Film wurde weiterhin auf Film gedreht. Dadurch hat man ein anderes Bild als bei einer digitalen Aufnahme. Genau. Das ist ja erstmal objektiv. Das hilft mir ja trotzdem nicht dabei. Der Film kann ja... Also für uns, es hilft uns nicht, weil gerade auf dem Kanal auch wir eher quasi Richtung Analyse mehr gehen oder Interpretation plus Inhaltsangabe. Man eher den Teil hat, dann zu sagen, ja, wie sieht der Film denn aus, außer beispielsweise für uns Kameraeinstellungen und solche Sachen, wenn das heraussticht. Aber das sind ja auch nochmal visuelle Eindrücke, die man halt selbst bewertet. Genau, man und am Ende beispielsweise politische Aussage ist ja auch sehr wichtig, weil Ideologie im Film kann man ja auch darstellen, ja, objektiv kann man da auch sagen, wie sie dargestellt ist, ob das fair ist in gewissem Maße, wenn man das sagt, aber für einen persönlich, der letzte Eindruck ist nicht objektiv, aus meiner Sicht. Also man hat ja erstmal, wenn man an einen Film herantritt, das, was man sieht und das, was man hört. Also das Visuelle und Auditive, das ist ja erstmal, wie es auf einen einwirkt. Man kann ja erstmal bewerten, wie es auf einen wirkt. Also ich konnte kaum was erkennen, das Bild war schlecht. Ja. Und ich konnte kaum etwas hören, der Ton war schlecht. Das sind ja erstmal die zwei Sachen. Oder das Schauspiel war nicht überzeugend. Aber das hängt ja schon viel mehr von dir selbst ab. Mhm. Und zum Beispiel, wenn du eine Brille trägst, kann es sein, dass du den Film anders wahrnimmst. Ja, bestimmt. Oder wenn dir ein Auge fehlt oder so, dann hast du einfach eine andere, dann kannst du kein 3D sehen. Ja, natürlich auch in bestimmten emotionalen Zuständen oder dann Film guckst. Das ist ja auch Triggerwarnung zum Beispiel. Das ist ja gerade dafür da, wenn man in einer bestimmten Emotion einen Film guckt, dass einen das nicht übermannt. Und man gibt ja, gerade wir auf unserem Kanal, geben ja einerseits immer unsere Meinung dazu wieder, ob es einen unterhalten hat, wie er wirkt erstmal auf uns. Und dann gibt es natürlich noch, so wie es zum Beispiel Wolfgang M. Schmidt macht, jemand, der den Film, oder wie es halt Siegfried Krakauer früher machte, den Film auf Ideologie abklopfen. Also prinzipiell auf die vermittelnde Botschaft und gesellschaftliche Darstellung des Films. Genau, weil man sagt, kein Film ohne Botschaft. Irgendwo wird immer irgendwas wieder bespiegelt. Kann er da auf eine Problematik eingehen, sowas wie bei die Filmanalyse oder sowas, gerade auch oder auch bei uns, wenn wir sagen, wenn wir die eher politisch einordnen oder auch, wie du sagst, soziologisch einordnen und sagen, so ist das, so wirkt das auf uns, so ist das die Meinung,
kann man natürlich sehr schnell selber so ideologisch werden und sagen, ja, der Film ist scheiße, weil ich so ideologisch verklemmt bin in gewissem Maße, ohne irgendwie zu kritisieren, einfach nur zu sagen, das ist auch so eine Gefahr. Auch gerade bei uns, wir sind ja mehr, gerade auch durch andere Sachen, die wir machen, mehr eigentlich angreifbarer als so ein anderer, der gerade ein Unboxing-Channel, der halt nur sagt, wie ist die DVD, kannst halt nicht viel falsch machen. Genau, und da, dann gibt es halt noch immer den großen Punkt neben Ideologie, das ist die eine Sparte, die man betragen kann, die andere ist definitiv immer Unterhaltung. Genau. Und dann sagt man zum Beispiel, ja, die Marvel-Filme sind Unterhaltungsfilme, selbst wenn sie ideologisch stark aufgeladen sind, kann man aber sagen, ja, aber sie unterhalten mich gut. Man hat diese lange Geschichte, und das ist ja vollkommen richtig, man wird dort 3 Stunden unterhalten bei Infinity Krieg. Genau, Infinity War. 3 Stunden werde ich da unterhalten und das macht einfach Spaß zuzugucken. Aber es gibt ja auch Filme, die es nicht schaffen, wo du einfach sagst, die sind nicht unterhaltsam. Da muss man dann mal überlegen, wie kommt das in der Kritik an einen ran? Also wie drücke ich das aus? Du kannst ja theoretisch gesehen sagen, haben wir hier gerade liegen, Onibaba. Onibaba fand er fantastisch und ich habe ihn jetzt auch geguckt seitdem, ich fand ihn auch herausragend. Und das ist halt so eine Sache, das merkt man irgendwie. Man hat dieses Gefühl. Wir haben auch zum Beispiel Fitzcarraldo letztens besprochen. Fitzcarraldo ist auch sowas, wo man einfach sagen kann, der zieht, der ist gut. Genau. Und ein anderer Punkt, was sehr interessant ist, wenn man sagt, diese Ambivalenz dazwischen ist ja Gordon beispielsweise, wo wir sagen, okay, künstlerisch, oh cool, schon gemacht, aber scheißen langweilig und dämlich wie Sau quasi. Dass man da auch diese beides unterscheiden kann. Es muss, also es kann zusammenfassend sein, oder man einzeln betrachten, um einen Film zu bewerten. Also es muss nicht immer zusammen betrachtet werden. Also man kann es auch einzeln sehen. Stalker. Stalker ist ein unfassbar guter Film. Und auch sehr unterhaltsam auf eine ganz eigene. Das ist halt eine Erfahrung. Es ist noch was Unterhaltung im Sinne von, es ist anstrengend. Ja. Es ist so anstrengend, dass es quasi einen verändert. Klar, genau, wenn man einen Stalker gesehen hat, dann ist man halt irgendwie verändert. Genau, also das gibt es nur bei Stalker, dieses Gefühl. Also Stalker ist auch 2001 so. Es gibt Leute, die sagen, 2001 ist eine sauschlechte Adaption des Buchs. Oder prätentiöser Müll, genau, können wir auch sagen. Was nicht gut umgesetzt ist. Und dann muss man in der Kritik sagen, ja, aber mich hat es zum Beispiel sehr gut unterhalten. Ich finde, Hal ist ein sehr guter Bösewicht zum Beispiel. Und es geht ja auch immer darauf, worauf gehst du ein? Wenn du zum Beispiel bei einem Film wie Hereditary, den wir jetzt beide nicht mochten, ein Film wie Midsommar, den wir jetzt beide nicht so besonders mochten, da kann man sagen, ja, die Figuren sind schlecht. Oder gerade das Beispiel Systemspringer, den wir beide nicht so mochten und dafür auch wahrscheinlich berechtigte Kritik für die Art und Weise, wie wir den Film besprochen haben, verdient haben. Inhaltlich stehen wir trotzdem dazu. Das ist auch so ein Beispiel da. Sagen, warum? Da ist es ja eher, sagen wir mal so, die Aktion der Hauptfiguren in unserem Kontext als moralisch verwerflich und somit der Film in der Darstellung sagt, es ist okay, wenn das gemacht wird, aber es ist es nicht für uns. Da waren wir ja prüde praktisch gesehen bei der Betrachtung. Das ist ja auch immer was, aus welchem Werte- und Normensystem man als Kritiker überhaupt rauskommt. Wir gucken ja mit einem stark eurozentrischen, weißen Blick nun mal drauf. Das können wir nicht ändern. Und wenn wir dann, weiß ich nicht, einen Theo Angelopoulos-Film gucken und uns einfach nicht verstehen oder weiß ich nicht, Parachano auf die Farbe des Granatapfels. Ich kenne mich nicht aus mit Minnensängern. Aber ich kann sagen, was das mit mir gemacht hat, das zu betrachten. Weil das ist das Simpelste, immer zu sagen, ich habe mich unwohl gefühlt, ich habe mich gut gefühlt. Mir wurde schlecht, zum Beispiel, wenn du die Schlingensief-Sache nimmst. Das ist ja extremer Terror, der auf dich einhält. Menü total, ein Beispiel, was wir noch nicht besprochen haben. Das war auch einfach schlecht, eine schlechte Erfahrung in einem guten Film. Weil Schlingensief halt. Und das sind so die Aspekte, wie man herangeht, oder sagen wir mal, wie man einen Film bespricht. Und dann gibt es ja den anderen Aspekt, wie man eine Kritik oder ein Video auf YouTube macht. Ist ja auch noch was anderes. Wir hatten ja beispielsweise Diskussionen. In Schriftform zum Beispiel ist ja was anderes. Ist ja was anderes, als was wir machen in Videoform oder auch mit Filmausschnitten. Haben wir schon mal hier drüber diskutiert, ob gut oder schlecht. Sowas noch, so eine Analyse eines Films. Es gibt ganz viele amerikanische Rezensenten, die ja immer die schlechtesten Filme oder die schlimmsten Filme und dann immer Filmausschnitte dazu zeigen, um einfach zu zeigen, das Große und Ganze. Bei mir immer das Problem, wenn ich das gesehen habe, warum soll ich den Film dann noch gucken, weil ich habe alles gesehen. Genau. Das große Problem ist. Dann eher sowas wie wir. Also überhaupt keine Filmausschnitte, gar nicht eigentlich. Das halt nur auf sagen wir mal, Meinungsebene. Meinungsebene und künstlerische eigene Besprechen halt. Und dann gibt es den letzten Aspekt, quasi der sich hinsetzt, den Film einfach nur politisch
bespricht. Quasi. Genau. Und dann gibt es den Filmkritik, hat ja noch was ganz anderes. Genau. Das sind ja alles legitime Positionen. Und das ist ja das Interessante. Was wünscht ihr euch denn? Wie soll denn eine gute Kritik aussehen? Das ist immer was, was wir uns fragen. Ob wir uns daran halten, ist was anderes. Aber erstmal per se, für euch, wie würde eine gute Kritik aussehen? Vielleicht hier, vielleicht nehmt ihr auch ein Beispiel. Was war eine gute Kritik von uns? Ja. Welches Video fandet ihr eigentlich gut quasi? Bei vielen Sachen sind okay. Wo ich denke, zum Beispiel Caligula. Genau. Ist Caligula eine gute Kritik? Weiß Gott nicht. Wir reden sehr verstört und überhaupt nicht fokussiert. Sehr prüde. Sehr prüde. Und dann hast du aber irgendwelche Kritiken wie Ermittlung gegen einen über jeden Verdacht, erhabenen Bürger, die Marvel. Einfach, ja, 2 Stunden über Marvel quatschen. Wo wir halt wirklich alles auseinandernehmen wollen, dann ist immer die Frage, was ist richtig, was ist falsch, was ist unterhaltsam, ist auch eine Frage. Eine Review, zum Beispiel Nostalgia Critic oder so, das kann dann ja auch einfach nur unterhalten und der Film ist einem eigentlich egal, einfach weil die Leute, die da sitzen. Ja, also der Kritiker ist das Vorantreibende in dem Video, der Kritiker und seine künstlerische Umsetzung seiner Kritik ist das aufschlaggebende und nicht der Film. Es gibt ja Kritiken, die man in der Zeitung liest, die liest man gerne wegen des Schreibstils, nicht wegen dem Film. Ja klar, gerade bei Filmkritiken ist das so, du musst ja sehr geschwollen reden, weil ein Filmkritiker das anscheinend kannst du, musst du ja nicht. Um Feuilleton zu stehen beispielsweise. Genau. Du kannst dich ja auch genau anders verhalten. Du kannst ja wirklich ganz simpel einen Film einfach beleidigen. Sagen, es war kacke, es war Dreck, scheiße. Geht. Roger Ebert. Roger Ebert, ja. I hated it, sagt er immer gerne. Genau. Anderen Aspekt, was wir in den späteren Folgen vielleicht noch machen, einfach mal, weil jetzt kam aber die Frage auf, aber jetzt hier in das Video rein, eine Filmkritikerin, die jetzt nicht auf YouTube ist, zu besprechen. Und sagte auch, dass sie sehr voreingenommen wäre in so einer Richtung. Und darüber nicht unbedingt über die Person wollen wir diskutieren, sondern vielleicht das Problem, was man mit Filmkritikern, nicht das, was auf YouTube läuft, sondern den klassischen Filmkritiker, welches Problem man mit diesen Personen hat, wenn sie einen schlechten Filmgeschmack haben, aus eigener Sicht. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema, wenn das Problem, jemanden zu kritisieren, wegen einem schlechten Filmgeschmack. Das ist ein guter Punkt, weil ich nicht. Klar. Wann ist es vor allem schlechter Filmgeschmack? Das musst du ja auch noch selbst sagen. Es gibt bestimmt Leute, die unsere Videos gucken und einfach nur denken, mein Gott, die kennen ja überhaupt nichts. Genau. Sie reden ja nur Scheiße. Genau. Und die haben keine Ahnung von Filmen in seiner ganzen Breite, sondern kennen nur ihre 5 Arthouse-Sachen und ihre 5 Mainstream-Regisseure und kennen sich überhaupt nicht in türkischem Kino aus. Warum reden die darüber? So in der Richtung, sowas in der Richtung. Also, da sollen mal mehrere Videos jetzt kommen, so auch was kommen wie, was ist für uns gutes Kino? Ja. So in der Richtung, dass wir einfach mal längere Teile, nicht immer stundenlange Videos, sondern einfach in der Reihenfolge. Das wird einfach eine Forschungsreise für uns, die wir auch extra nicht vorbereiten, wo wir dann drüber sprechen, was ist für uns gutes Kino? Und dann 2 Wochen später, wie hat sich unsere Sicht darauf verändert? Genau, das ist sehr gut, das ist im Zusammenhang auch für euch. Also klar, ihr macht jetzt einzelne Videos, damit ihr mehr Videos habt. Nee, wisst ihr, ist uns sowieso egal. Ihr guckt die Videos, macht einen Klick drauf, macht ein Like oder sonst irgendwas, ist so alles in Ordnung. Ja. Es ist ja wirklich nicht, es ist am Ende nicht wichtig, auch wenn wir uns freuen, dass es gut läuft. Und am Ende kann man ja auch nicht sagen, man freut sich ja schon ein bisschen, aber man ist so 320 Abonnenten, hat so ein bisschen, so gerade auch zu früher sind wir noch ein bisschen mehr auf, sag mal, distanzierter, vielleicht ein bisschen narzisstischer im positiven Sinne, zu sagen, ja, okay, wir haben ja Erfolg. Wir haben ja Leute, die unseren Scheiß gucken und bewerten. Genau. Deswegen können wir auch theoretisch gesehen, wir haben das schon mal im Video gesagt, wir können ja machen, was wir wollen. So, wer möchte denn uns sagen? So, deswegen, was haltet ihr von Kritiken, Kritikern? Mhm. Schreibt das alles in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Jo.